Yo Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead Space. Ja, in der letzten Folge habe ich eigentlich gesagt, hier dürfte ja eigentlich nichts mehr kommen, weil ja schon alles gekommen ist. Wir gehen jetzt einfach zurück, weil ich habe ja hier schon gespeichert. Also ich bin eigentlich nur wieder runter, um zu speichern. Das meinte ich eigentlich. Jetzt dürfte eigentlich nichts mehr kommen, ne? Oh. Ich habe mich selbst... Alter, ich habe mich gerade so verarscht. Ich habe mich gerade eben so verarscht. Ich habe mich gerade eben selber so verarscht, ey. Nein, nicht. Heute nicht. Heute nicht. Ich hatte schon wieder Gänsehaut, Alter. Der Sound von den Viechern ist einfach zu ekelhaft, ey. Okay. So, jetzt bin ich hier. Ich habe hier gerade was gesehen. Oh, Plasma-Energie. Plasma-Energie. Ja. Kann ich eigentlich... Jetzt das hier. Falsch. Pam. Jo. Okay. Werter Herr will also, dass wir hier lang gehen. Werter Herr Computer. Ich hasse diese Räume. Diese Gänge. Weil ich glaube, dass ich weiß, was eventuell passiert. Oh, ich hasse das, Alter. Oh, ich hasse das. Oh, ich hasse das. Oh, ich hasse das. Oh, ich hasse das. Ups. Geht's dir gut? Geht's dem gut, Leute? Geht's dem? Ich glaub, dem geht's gut. Oh Mann. Oha, warum mache ich das, Alter? Warum mache ich das? Warum mache ich das? Ich habe dich gesehen, Alter. Ich habe dich gesehen. Ich weiß, was das hier ist. Ich weiß es ganz genau. Ja. Ja, ich weiß. So, jetzt müsstest du kommen, ne? Nettes Viech. Ja, da bist du schon. Ach, du lebst immer noch. Jetzt lebst du nicht mehr. Oh, Alter. Ey, diese ekelhafte Musik immer, wenn die Viecher kommen, ey. Das ist so richtig, richtig zum Kotzen, Alter. Oh, Strom an. Jetzt können wir auch hier rein, wo wir noch nicht rein müssen, aber ich tue es trotzdem. Hey, na? Oh, Alter. Ja, erschreck mich halt. Stirb. Hier. Und hier. Hast nicht anders verdient. Hier. Und jetzt noch den Kopf. So. Ah, der Arm fehlt noch. Hier, so. Wunderbar. Gut.
ey. So, Schema, Plasma-Energie, Plasma. Ich hab voll. Ernsthaft? Ernsthaft? Wie viel Ener. Oh. Hups. Okay, ich habe auch zwei Schemas, die hätte ich vielleicht mal an dem. Fuck, ich war doch bei einem. Naja. Jetzt ist es zu spät, nicht wahr? Jetzt ist zu spät. Oh, Entschuldigung. Hups, es ist mir rausgerutscht. Na, wenigstens die Energieknoten kann ich. Alter! Oh! Oh! Ah! Alter! Wollt ihr mich eigentlich. Also ernsthaft, wollt ihr mich töten oder so? Kann das? Kann das sein, dass das Spiel mich töten will? So herzinfarktmäßig oder so? Ist das möglich? Kann es eigentlich sein, dass es auf der anderen Seite jetzt auch offen ist? Weil Energie und so? Nein. Aber hier haben wir einen Textlog, den ich nicht vorlesen werde. Könnt ihr vergessen. Ich gehe jetzt hier in die Werkbank. Und die Rig. Ich könnte jetzt die Rig mit TP aufwerten, also die Trefferpunkte aufwerten, aber. Ich weiß nicht. Ich habe mich entschieden. Problem ist, ich würde jetzt gerne zurückgehen und würde die verdammten. Die Dings machen, die. Hier die Flammenwerfer, also die Schemas, würde ich gerne. Ja, einsetzen. Natürlich jetzt scheiße, ne? Naja. Kann ich halt nichts mehr aufheben. Werfe ich gleich so ein bisschen Energie weg oder so. Wird jetzt nicht so schlimm sein. So, hier hinter mir kommt bestimmt gleich einer. Oh, oh Gott! Oh, da. Ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen, du dummer Bastard! Oh. Mir geht's gut. Alter, wie ich das dumme Arschviech nicht gesehen hab, ey. Er baut noch so unglaublich viele Lüftungsschächte in den Schiff, ernsthaft. Das ist doch nicht gesund. Medipack Mittel. Nimm mich mal mit. Schaden kann's ja nicht. Nicht wahr? So, hier wäre das hier. Dann halt das hier. Jetzt mache ich gerade mal was. So. Ne. Weil Sicherheit geht vor. Wenn ich dann zurückkomme, dann kann ich mir schon mal sicher sein, dass. Oh. Okay, ich habe noch 6 Minuten. Aha. Ich speichere trotzdem mal. So. Ja, da möchte ich überschreiben. Schalten Sie in der Xbox 360-Konsole nicht aus. Genau das habe ich nämlich immer vor, wenn ich speichere. Ich will die eigentlich immer ausschalten, aber dann sagt das Spiel so immer, nee, ey, weißt du, das wäre jetzt nicht so ganz eine geile Idee, weil ist halt nicht so, ne? Und dann denke ich mir, vielleicht hat das Spiel recht. The marker will save us. Nein. Oh Gott. In einem Luftraum haben Sie nur einen begrenzten Sauerstoffvorrat. Verwenden Sie Luftkanister und Luftstationen, um Ihre Luftanzeige zu füllen.
Danke, dass du mich jetzt aufgehalten hast. Strahlenmunition. Hab ich nicht. Brauche ich nicht. Duftkanister. Kann ich den eigentlich gleich ansetzen? Oh. Ja, ich gehe ja schon raus. Hast doch noch 27 Sekunden gehabt. Ja, mach mal die Tür hier zu vielleicht. Meine Güte, so ein Weichei. Geht's nochmal? Ja. Ja, Eintritt Vakuum. Ich verstehe schon, wir sind jetzt im Vakuum und alles ist scheiße, alles ist Müll. Kommen gleich irgendwelche Viecher um die Ecke und wollen mich töten. Nee. Du willst mich töten? Willst du mich töten? Ich töte dich. Gut. Da wir das jetzt geklärt haben. Auf der Ishimura kann man die Schwerkraft lokal steuern. Ihre Schwerkraftstiefel werden einspringen, wenn sie einen schwerelosen Bereich betreten. Okay. Och, ach ja, das. Ich glaube, hier gab es Babys drin. Baby! Na, wo seid ihr denn? So, erstmal das hier. So, wo seid ihr denn, Babys? Ich weiß doch, dass ihr da seid. Kommt schon. Enttäuscht mich jetzt nicht. So, hier kann ich jetzt deaktivieren, die Schuhe. Das Y. Hä? Ihre Munitionszähler blinkt rot, wenn sie nicht auf eine Oberfläche springen können. Okay. Oh Gott. Das ist verwirrend. Wie soll ich denn jetzt jemals raus hinkommen? Ernsthaft. Das hier noch so hin. Und dann vielleicht. Kann ich hier vielleicht irgendwo hinspringen oder so? Nein, da nicht, da nicht. Ah, hier kann ich entspringen. Okay, und dann... Jetzt dahin. Geschafft. Weil ich bin gut und so. So, du bitte schön da rein. Jetzt, komm schon. Was? Was war das denn jetzt? Vielleicht du? Weil du blinkst? Ja, warst du? Ende der Schwerelosigkeit. Oh, das ist ja schön, dass sie mir das sagt. So, Credits, Credits. Hier auch. Noch ein paar Credits. Und die auf. Ach, das wollte ich. Sie haben ein Schockpad. Benutzen Sie das jetzt zusammen mit dem Termit, um die Barrikade hochzujagen. Scheiße. Ich kann auch mehr kaum hören. Durch die Luftschächte. Seien Sie vorsichtig, Isaac. Okay.
Ich bin vorsichtig. Aber erst in der nächsten Folge. In der nächsten Folge bin ich vorsichtig. Okay. Bis dann. Servus.